mal, die Sonne blendet nämlich. Das ist irgendwie, ist nicht so schön, ne? Ist jetzt schon nicht so schön, oder? Scheiße. Es läuft. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. In diesem Vlog werden wir uns mal anschauen, nur so grob angerissen, vielleicht werden wir das Thema noch mal erweitern später, das wird sich noch zeigen. Wie gehen wir eigentlich vor, wenn wir uns einen Trecker angucken wollen und was gibt es da so ein bisschen zu beachten? Ne? Wir machen das Ganze anhand unseres gerade frisch erworbenen 926. Es ist so, es geht erstmal so ein bisschen um die Grundvoraussetzung. Sag ich mal so. Hier war es jetzt so, wir waren jetzt in keiner Zwickmühle. Wir brauchten jetzt nicht auf Zwang irgendwie einen Trecker oder es war einer kaputt und wir brauchten dann auf Zwang einen Trecker oder so, sondern wir wollten gerne den Fuhrpark ein bisschen erweitern, unsere Sammlung ein bisschen erweitern und einen zuverlässigen Allrounder dazu haben. Grundsätzlich ist dann schon mal zu sagen, in diesem Moment stand für mich eigentlich fest, weil ich die Zeit hatte und auch nicht irgendwie, ja, das ist ja das Gleiche, irgendwie die Not hatte, was zu suchen, was richtig Ausstattung mitbringt. Ne? Das war so ein bisschen eine Grundvoraussetzung. So, das ist halt, wie gesagt, die Grundvoraussetzung ist, wenn du Zeit hast. Wenn du Zeit hast, ist alles relativ entspannt. Du musst dich nicht irgendwie darum kümmern, dass das irgendwie, oh, jetzt um und dann, ah, dann muss ich mit dem Abstrich halt leben. Nein, mussten wir nicht. Zweiter Fakt ist, wir fahren in der Regel immer zu dritt los. Ne? Wir sind immer drei. Du siehst schon witzig aus mit deinen ganzen Kabeln hier. Wir sind immer zu dritt. Katharina ist natürlich dabei, die sagt schon von außen, finde ich doof, finde ich scheiße. Dann haben wir noch einen sehr guten Bekannten dabei, der im Gegensatz zu mir richtig Ahnung hat. Und dann ist meine Wenigkeit halt dabei. So. Ich bin ja derjenige mit Katharina zusammen, die darüber befinden und sagen, ja, wollen wir nicht. Aber wenn du noch jemanden dabei hast, du hast einen Kumpel dabei oder irgendeinen, der irgendwo, der muss ja auch nur Kfz-Schlosser sein oder was auch immer, also was heißt nur, sondern Kfz-Schlosser sein oder so, so ein bisschen in der Materie drin sein, dass du noch mal jemanden von außen dabei hast, der aber nicht dieses Fahrzeug haben möchte. Weil du persönlich gehst dahin, siehst das und sagst, geil, ich muss es haben. Also, und du machst dir dann keinen Kopf mehr um irgendwas. Und wenn du dann aber einen Kumpel hast, der sagt, ey, Typ, guck mal da, das geht gar nicht. So. Das geht gar nicht darum, dass der dir den Trecker vermiest oder so, sondern dass der dir dabei hilft, deine Sicht auf die Dinge realistisch zu halten. Man das hat halt die rosarote Brille auf. Genau. Das ist einfach das Fakt. Ist immer und da so, kann sich auch keiner vor frei machen. Das Nein. ist leider immer so. Ja. Und das ist dann schön, wenn man jemanden dabei hat, der sagt, du, alles schön und gut, ich will den nicht haben. Ich kann den dir richtig scheiße reden. Ich kann ihn dir auch ganz toll reden. Aber ich kann dir auch ehrlich die Wahrheit sagen, was wirklich gut ist und was schlecht ist. Und das ist das, was, finde ich, persönlich immer zählt. Das ist sehr wichtig. Ne? Wir haben hier in dem Moment, wir suchen was, was über 20 Jahre alt ist. Ne? Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Was sind 20 Jahre? Ne? Das ist ja nicht irgendwie so ein junger Gebrauchter, 2.000, 3.000 Stunden. Da ist eigentlich, ja, was willst du da feststellen? Aber das Ding in diesem Moment hier jetzt, bummelig fast 24 Jahre alt, fast ein Vierteljahrhundert. Was hat das Ding schon in seinem Leben erlebt? Ne? So, und dass da nicht alles perfekt ist und dass da Rost ist und dass da Dinge nicht mehr so sind, wie sie mal waren, als er vom Band gelaufen ist.
Das muss uns allen klar sein und das ist immer dabei zu beachten. Im Endeffekt zählt das Grobe, wie sieht's aus, wie ist es technisch und dann muss man sich auch immer im Klar sein, was ist man bereit dafür auszugeben. Ne? Ich kann nicht loslaufen und sagen, so wie so ein Trecker hier steht, ja, da will jetzt einer 60.000 Euro für haben, den kaufe ich. Nein, das geht nicht. Das passt nicht. Das gibt Schlepper, die stehen für 60.000 im Netz und komischerweise kauft die keiner. Ja, warum kauft die keiner? Weil die zu teuer sind. Und da kommt vielleicht irgendeiner um die Ecke und sagt, ja, aber 60.000 finde ich in Ordnung. Kaufe ich. So ein Nettopreis jetzt. Das geht nicht. So, ne? Und das muss jeder für sich selber abwägen, was ist er bereit zu bezahlen und was kriegt er dafür für eine Leistung. Was denn hintenrum nachher passiert, da steckst du nicht drin. Ob so ein Trecker, wenn du ihn zu Hause hast, machst 500 Stunden, ob er dann explodiert, das weißt du nicht. Ne? Und da gilt immer die Devise, haben ist besser als brauchen. Unten im Shop erhältlich. So, pass auf, Grundvoraussetzung. Bei so einer Aktion halten wir uns auch nie dran. Wir sind immer die, die uns überall Werkzeug schnurren. Aber rein theoretisch, wenn du so einen Trecker angucken gehst, Lappen, Taschenlampe, gut aufgeräumter Werkzeugkasten. Das ist ein gutes Beispiel. Wir sind übrigens ja nur ein paar Mal los gewesen und wir haben nie, also Lappen und Taschenlampe schon dabei, aber nie den Werkzeugkoffer dabei gehabt. Wir haben uns immer netterweise bei denen, wo wir waren, immer Werkzeug geschnurrt. Da war mal, lauf mal los, hol mal bitte den 13er, hol mal bitte den 17er. Wir brauchen mal Klebeband, hast du mal einen Kabelbinder? Also wir haben uns das immer zurechtgeschnurrt. Aber generell werden wir auch sehen, warum. Es reicht meinetwegen auch, wenn du eine Zange dabei hast und so einen Kreuzschlitzschraubendreher hier. Das kann schon reichen. Wenn wir uns den jetzt in die Tasche stecken, haben wir schon 80% der Dinge, die wir damit wollen, erschlagen. Ne? Aber ah, nicht ganz. Aber egal. So, wir können ja mal von hier gucken. Das ist dann nämlich so das Grundsätzliche. Du hast so einen Trecker und siehst ihn von außen. Und bei diesem Trecker, was kann man dazu sagen, wenn man den so sieht? Also das ist auch noch so eine Betrachtungsweise. Wenn ich so ein Ding auf Bildern sehe, sieht so ein Trecker immer anders aus als in Realität. Ich kann niemanden verstehen, der für, sagen wir mal, für über 5.000 Euro einen Trecker kauft und ist nie da gewesen. Also das kann ich nicht nachvollziehen, weil für mich ist das viel Geld. Und dann muss ich da hin und dann muss ich mir das vor Ort angucken und nicht, ja, habe ich auf Bildern gesehen, sieht gut aus. So bei der Auktion oder so, wenn man da auf Bildern das sieht und wenn du denn da hingehst, es sieht ganz anders aus und es ist so, jeden Meter, den du weiter rangehst, wird es immer interessanter, weil der Trecker sieht immer schlechter aus. Wenn du einen guten Trecker sehen willst, gehst du raus und wenn du einen richtig guten Trecker sehen willst, nimmst du jetzt so einen Gartenschlauch und sprühst ihn einmal ab, dann ist der geil. Aber dann glänzt er auch. Dann glänzt er auch, aber das ist es nicht und glaub mir, auf dem Video jetzt sieht er vielleicht auch noch besser aus, als er hier in Wahrheit aussieht. Wenn ich ihn aber von hier sehe, sehe ich schon gleich, der ist nicht zerbeult, der ist nicht durchgegammelt, der ist 24 Jahre seines Lebens gefahren worden, der ist benutzt worden, gar keine Frage, aber grundsätzlich steht er so für mich offensichtlich erstmal gut da. Ne? Und so ist es ja, mit was gehst du hin, mit welchem Eindruck, mit welchem ersten Eindruck und dann fängt man eigentlich ganz normal an, wie man das so kennt. Was haben wir? Okay, 926, so und dann so einfache Sachen, fragen wir Leute, auf was achtest du denn? Ja, das fängt ja schon an mit Rädern. Hier sind gefühlt fast neue Räder drauf, ne? Keine Ahnung, hier ist mega Profil, also das ist einfach da. Ne? Wenn so ein Hinterreifen verschlissen ist, zwischen 3.000 und 8.000 Euro kannst du für eine so eine Decke ausgeben, wenn du da Lust zu hast. Ne? So, ist Fakt. Wir sehen, Hinterräder gut, Felge in Ordnung. Vorne genauso Räder drauf, sind schon ein bisschen abgenutzter, aber man kann da erstmal mit losfahren. Ne? Vorderräder sind nun auch nicht ganz so teuer, wir sind da auch in der Mache. Wenn Firma BKT sich vielleicht noch mal äußern könnte, wir sind immer noch auf der Suche nach 670 R34 VF-Reifen. Sind im Moment irgendwie nicht lieferbar oder nicht am Markt erhältlich oder so, ich weiß es nicht. IF ist zu kriegen, VF ist nicht zu kriegen. Wir bräuchten aber 670 R34 VF. Die sind von der Höhe her genau das, was wir brauchen. Ne? Ja, auf jeden Fall geht man dann rum und guckt sich das ganze Spiel erstmal an. So, wenn er denn schon da ein bisschen länger gestanden hat, kannst du drunter gehen und dann guckst du erstmal, wie viele Flecken hat der eigentlich da unten drunter, ne? Da muss man sich auch mal für bücken und dreckig machen. Wir können nachher nochmal unter durchkriechen, ich bin hier auch durchgekrochen. Bis auf einen Fleck sozusagen habe ich da auch nichts gefunden weiter, ne? Solche Dinge ist halt ein optischer Mangel, aber ja, kommt neu und dann ist das gut, ne? Hier sieht man auch ein bisschen Rost. Der Bolzen allerdings, wenn der sich noch bewegen lässt, dann weiß man, da war auch schon mal einer bei. Das ist auch alles in Ordnung. Das ist ganz normale Verwitterung hier. Alles nicht schlimm, aber es ist nicht verbeult. Ne? Dieser Schlepper hat lediglich die Motorhaube von oben ein bisschen verbeult. Das ist bei diesen Schleppern auch normal, weil ganz oft welche oben auf die Motorhaube klettern und wollen dann das Dach sauber machen oder den Filter wechseln und dabei drückt die Motorhaube ein.
Bei diesem Trecker war das oder ist das relativ human, ne? Können wir aber relativ leicht auch beheben. Genauso Kotflügel ist bei diesen Treckern immer so ein Thema. Einer kümmert sich drum, einer kümmert sich nicht drum. Aber generell sind alle Bleche da. Ist in diesem Fall gegeben, es sind wirklich alle Bleche da, weil wenn einer mal so ein Blech kaufen will, der setzt sich auf den Arsch. Ne? So, und genauso ist das hier. Ne? Hier haben wir dieses Blech, das ist mal neu gekommen, das kann man sehen. Und daran kannst du ja schon so ein bisschen sehen, das Blech ist echt teuer. Das ist richtig teuer. Daran kannst du aber schon mal sehen, wenn das jemand gekauft hat und da eingebaut hat, dann mochte der seinen Trecker auch, weil der den lieb hatte. Ne? Dann hätte er auch sagen können, ich lasse es weg oder ich mache da irgendein mülliges Blech hin. Nee, in dem Moment ist da ein neues Blech draufgekommen. Ne? So, das sind auch so Sachen. Das sind erstmal nur so Sachen, die guckst du dir von außen an. Wir schleichen dann erstmal nur dreimal um diesen Trecker rum, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Ne? Da läufst du rum, da guckst du, da siehst du, ja, ach Mensch, ja, hydraulischer Oberlenker ist dran. Das ist ja so ein Thema, wird ja gerne mal abgenommen, ne? Dann ist der mit mal einfach weg. Also der war vielleicht vorher dran und am Tag, wo jemand kommt, sich den anguckt, ist er mit mal weg. Kann man auch verstehen. Doof ist, wenn derjenige, der sich den anguckt, den vorher schon gesehen hat oder so. Dann ist das ein schlechter Beigeschmack, ne? So, bei so einem Trecker hier guckst du, da ist dann in dem Moment schon die pneumatische Kabinenfederung eingebaut. Ne? Dann ratterst du innerlich und dann denkst du dir, 1000 Euro sind schon mal irgendwie drin. Ne? So, dann gehst du weiter, dann siehst du, oh, da hat einer schon mal LED-Arbeitsscheinwerfer eingebaut. Das heißt, das hat immer mit Liebe zu tun. Ne? Was mochte er? Genauso hier unten sind schon mal die Fanghaken neu gekommen. Da weißt du, der wurde praktisch gesehen benutzt und solche Dinge wurden halt schon mal angefasst. Ne? Das ist erstmal das eine, dass du einfach erstmal rumgehst, einmal guckst und siehst, ja, wie sieht der eigentlich so von außen aus? Da würde der eine oder andere schon sagen, oh, das geht ja gar nicht. Nee, wir halten nochmal fest, 24 Jahre seines Lebens hat er jetzt schon gearbeitet. Ne? So, dann, aber ich musste auch lernen, wie viel Werkzeug hat der Vorbesitzer drin gelassen? Nix. Ha, nicht schön, aber der Deckel ist drauf. Diese Werkzeugkiste gibt es nur mit Deckel, kostet 800 Euro oder so, will keiner kaufen. Also, auch gut. So, und dann hast du so das grobe Optische schon mal gesehen. So, dann geht's ja mal weiter. Du musst ja irgendwann, musst du über deinen Schatten springen und musst auch einfach mal ins Innere von so einem Schlepper gucken. Dafür hat er rundherum Klappen. Na, das ist immer so, wo sind die Macken, wo sind sie nicht? Was sind überhaupt Macken? Zack. Ist auch schon mal so ein Thema. Bei vielen, wo du Gasdruckdämpfer verbaut sind, kriegst du die Kiste gar nicht auf. Das geht einfach nicht, weil es einfach, ja, hat sich keiner darum gekümmert. Gasdruckdämpfer, ja, braucht keiner, tschüss. So, dann hast du hier vorne, das ist allerdings auch eine Krankheit bei den Treckern, hat unser Neuner auch. Hast du hier vorne, hier ist manchmal irgendwo eine Stütze? Ist keine Stütze? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Kühlerpaket. Kühler, Lüfter, immer teuer. Hier können wir sehen, ist der Ladeluftkühler. Hier sind so leichte Punkte, aber die hat unser halt auch. Ne? Da ist so ein bisschen Schmodder drauf, weil das da vielleicht so ein ganz kleines bisschen undicht ist manchmal. Ist jetzt aber nichts Dramatisches. Ne? So, guck mal, hier war doch irgendwas. Ne? Ach hier, dieser hier. Das ist ja der ganze Mechanismus, oder? Nee, ist er nicht. Weiß ich schon gar nicht mehr. In diesem Trecker bin ich noch gar nicht so... D'accord. Kann man das nicht irgendwie mit dem hier machen? Ja, der könnte das, aber das ist ja alles nicht schön. Also so hätte ich es jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir hier halt erstmal Kühler-Lüfter-Paket. Sind hier irgendwo große Löcher drin. Wenn du hier jetzt mal reinguckst, ich guck mal von der anderen Seite, ist es wichtig, so ein Kühler kostet nämlich auch Geld, ist hier drin, steht hier irgendwo Wasser, sind die Dinger grob verbogen oder ähnliches, ist weiter nichts zu sehen. Macht so erstmal einen guten Eindruck, ne? Das ist so das, wo du kannst ja in so einen Motor oder alles nicht reingucken, aber du kannst ja sagen, sieht es irgendwie verbeult aus, ist es irgendwie undicht, ist es nass, ist irgendwie sowas. Ne? Ist in diesem Fall aber nicht gegeben. Ne? So, dann geht es natürlich weiter. Du musst halt schrauben. Ne? Wir werden den nicht in diesem Video wieder zusammenschrauben, das machen wir dann danach. Aber du musst da überall ran. Diese Bleche müssen ab, du musst da ran. Und da kommen wir dann nämlich zum ersten Werkzeugeinsatz. Muss ich jetzt hier weg? Nö, brauchst du nicht. Da kommen wir zum ersten Werkzeugeinsatz. Auf der anderen Seite nämlich. Ach so, okay. Brauchst du schon mal einen 17er Schlüssel. Sonst kommst du an diese ganze Geschichte nicht ran. Ne? Das ist hier festgeschraubt. Also das ist normalerweise nicht so. Was ist normalerweise nicht so? Mit den Schrauben? Doch, das ist normal. Ach so, okay. Das ist normal. Die haben wir an unserem Neuner auch. Ne? So.
Jetzt kann man auf dieser Seite, können wir schon mal sehen, oben haben wir schon mal diese ganze Krümmergeschichte, ne? Wenn jetzt hier irgendwo groß Öl rausläuft oder du hier riesige Rußflecken siehst, dann musst du dir schon Gedanken machen, ob da vielleicht irgendwas nicht ganz so schön ist. Ne? Genauso bei diesen Treckern geht der Abgasstrang halt weiter. Hier geht es weiter zum Auspuff. Und hier ist, die Bleche macht keiner ab die beim Gucken. Ne? Aber du kannst von unten so ein bisschen reingucken. Die Krümmer und diese Abgasrohre, die können auch wohl gerne mal undicht werden. Und dann in dem Moment kommt die Hitze hier und kann dir im schlimmsten Falle noch deinen Tank zerstören. Und dann hast du gar nichts gewonnen. Ne? Und das ist auch nicht ganz so billig. Da sollte man also auch hingucken. Dieses Gummi zum Beispiel ist ganz cool. Das ist bei diesem Trecker nicht Serie. Hat schon mal einer nachgerüstet. Ne? Das kommt erst nach unserem TMS. Also der 2005, glaube ich, fängt er an. 2004, 2005. In dem Baustadium fängt das erst an, dass da so eine Gummitülle drüber gemacht wurde. Ne? Wurde bei diesem schon mal nachgerüstet. Hat wieder den Beigeschmack. Oh, da hat ja jemand seinen Trecker einigermaßen, oder hat seinen Trecker einer lieb gehabt. Ne? So, und da musst du halt gucken, gucken, gucken. Deswegen halt Werkzeug, weil diesen Deckel kriegst du ohne Werkzeug nicht ab. Ne? Und es ist ja halt mal ganz interessant, hinter die Kulissen zu schauen. Ja, wir gucken nachher mal, wir schlagen nachher nochmal das Lenkrad ein. Na, so, hier haben wir den Deckel, da gucken wir nachher auch rein. Zack. So, das ist so das, was man abschrauben kann, wo man gucken kann. Gucken wir nachher aber nochmal rein, werden wir sehen. So, und dann gehst du eben los. Hat da irgendeiner vielleicht was verschönern wollen, weil er da irgendwie dran rumgewischt hat oder. Ne? Und hier sehen wir zum Beispiel, wenn wir das uns optisch alles angucken, macht das alles einen vernünftigen Eindruck. Ne? Es ist hier nichts zu sehen, krümmerseitig, dass er irgendwo rausgepustet hat oder. Oben an der Ventile, an der Ventildecke ist nirgendwo irgendwie großartig was zu sehen. Alles gut. Jetzt kommen wir hier in diesen Bereich. Ach, was man vielleicht auch noch sagen muss, dass es eigentlich schöner ist, wenn keine Leute das so extrem sauber gemacht haben. Ja, weil man dann natürlich Immer noch ein bisschen was sehen kann, was man sonst nicht sieht, oder? Das ist so, ne? So, jetzt kommen wir hier vorne hin, musst du von der anderen... Ja gut, kann ich auch die Kamera einmal halten. Hier seht ihr, da sind überall so Fettsprodder und so, ne? Weil hier vorne dieser ganze Bereich, der ist schmodderig und dreckig und voll. Aber es ist nicht so, dass hier irgendwo Öl läuft oder so, ne? Das muss man tatsächlich selber erstmal einmal sauber machen. Um zu gucken, wo kommt denn die Leckage überhaupt her. Wir können gleich nochmal auf der anderen Seite gucken. Wir können jetzt hier nochmal reingucken. Mhm. Ist nämlich auch nicht ganz preiswert. Es geht da in dem Moment um diesen sogenannten Powerriemen und der wird hiermit gespannt. Können Sie die Feder sehen, wie krumm die ist? Das ist alles schon auf Zwille, ne? Also diese Feder muss neu, die Riemenspannung, das muss alles neu. Das ist, ja, wenn man das kauft, nicht sehr preiswert, aber das muss man halt mal machen, ne? Und deswegen, da kann man das schon mal dran sehen. Ansonsten kann man sehen, hier sind nirgendwo irgendwie neue Schellen oder neue Leitungen verbaut worden und so. Das ist alles im guten, originalen, vernünftigen Zustand. Ne? So, das war die eine Seite. Und das hier ist jetzt die andere Seite. Und hier sehen wir, irgendwo ist diese Ölgeschichte. Das ist das, was ich vorhin sagte. Hier ist so ein bisschen, aber es leckt nirgendwo runter. Also es ist einfach nur ein bisschen schwitzig. Es muss sauber gemacht werden. Und dann muss man mal gucken, wo kommt der ganze Kram her. Ne? Dann geht es weiter bei diesen älteren Treckern. Wie gesagt, hier oben, da ist auch so ein bisschen, hast du ein Stück Kabel? Ja. Da ist auch so ein bisschen Modder da hinten an den Ventildeckeln. Die werden wir ja alle abnehmen und so. Das muss man alles ein bisschen sauber machen. Das ist vollkommen normal. Hier zum Beispiel sehen wir, hat einer mal ein bisschen was rumgetüdelt um die Lichtmaschine. Weil da eben die Kabel, diese Kabelbäume bei diesen Treckern, die sind meistens nicht mehr ganz so schön. Ne? Aber da muss man sich hier zum Beispiel einer schon mal nachgeflickt, ne? Das ist halt so ein Problem bei denen. Aber das ist in Ordnung, wie das gemacht wurde, weil man weiß eben, dass diese Kabelbäume ein Problem darstellen. Ne? So, und dann gibt es hier oben zum Beispiel einen, hatten wir, da war diese Leitung fehlte hier. Da war hier einfach nur so ein Blindstopfen drauf. Ja, warum fehlte diese Leitung? Diese Leitung, das ist so eine kleine, klitschige, gebogene Leitung. Ich glaube, sie kostet 170 Euro netto. So, da weiß man schon. Ja, der mochte seinen Trecker, aber so ganz viel Liebe wollte er da doch nicht reinstecken, weil die 170 Euro waren ihm dann doch zu viel Geld. Ne? So, das sind so Sachen. So, dann haben wir hier, geht's weiter. Auch gutes Beispiel. Dann kann man immer darauf achten.
Dieselfilterwechsel, 10.01.20, ne? Habe ich ja in einem der vorangegangenen Videos gesagt, bei unserem Dieselfilter musst du nicht unbedingt regelmäßig tauschen, alles gut. Er ist jetzt 4 Jahre da drin, ich glaube, jetzt kann man ihn tauschen, ne? Aber es ist solche Sachen, wo hat irgendeiner was raufgeschrieben, warum hat er das raufgeschrieben, wie sieht das aus? Das ist immer sehr interessant halt, ne? Es wäre jetzt genauso hier beim Luftfilter, wenn es ein guter war, so wie wir das machen, hat er vielleicht auch mal was draufgeschrieben. Cool. Hat er in dem Moment nicht. Also hier steht nichts drin. Aber wir sehen zum Beispiel, ne, das ist auch immer ein ganz gutes Indiz, da wurde ein Akkuparts-Filter verwendet und hier bei den Dieselfiltern wurde ein Mann-Filter verwendet. Ne? Also so qualitativ hochwertige Produkte, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das sind so Indizien. Weitergehend gucken, Auspuff und so, das sieht aber alles dicht bei diesem Trecker aus. Es gibt halt nur da vorne diese kleine Leckage, wo man nicht genau weiß, wo sie herkommt. Ne? Lassen wir auch mal weg. Dann geht's weiter. Sollte ja jeder kontrollieren, aber es ist immer dieser beliebte Griff hier. Oh, ich ziehe mal den Ölpeilstab raus. So, Ölpeilstab sagt, ja, da ist Öl drin. Ich kann jetzt für mich persönlich nicht erkennen, das Öl ist vollkommen ausreichend, alles gut. Kann jetzt für mich persönlich nicht erkennen, ob da irgendwie Kühlwasser drin ist oder ähnliches. Kann ich nicht sehen, weiß ich nicht. Das ist, bei diesen Treckern wirst du auch nicht irgendwie so einen weißen Rand irgendwo finden oder so. Das gibt es halt einfach nicht. Ne? Aber trotzdem ist es ja immer mal wichtig, den Peilstab zu ziehen. Vielleicht hat irgendeiner mal vergessen, den generell mal zu ziehen. Und dann hast du mit mal lange, lange ohne Öl gefahren oder mit nicht genug Öl gefahren. Oder ja, man macht es halt einfach. Es ist manchmal ein bisschen überspitzt, aber es ist so. Ne? So, was kennen wir auch? Was machen wir auch jeden Morgen? Ne? Wir ziehen den Getriebeölstab und sehen, jawohl, hier ist... Da am Finger könnt ihr sehen, sonst ist es schlecht zu sehen, ist Öl dran, ne? Da ist auch Öl drin, das ist auch alles soweit in Ordnung. Öl sieht auch nicht schwarz aus, ich meine, bei Getriebeöl wird es auch schwer, aber da guckt man eben auch einmal hin. Ne? Was auch immer so ein Indiz ist bei diesen Treckern hinten, hier, wenn die Boxen, wenn die irgendwie aussehen wie Haddeldudel oder so, also das ist hier auch, die Deckel sind da, die Farben sind alle drauf, also das ist alles vernünftig behandelt worden, ne? Muss man eben ganz klar sagen. Dann gibt es eben Schlepper, muss man auch aufpassen. Wenn es ein französischer ist oder so mit hydraulischer Bremse, dann steckt hier immer was drauf. Daran kann man erkennen, Mensch, kommt der eigentlich mal aus dem Ausland oder so. Dann wäre hier zum Beispiel was drauf. Diesen Moment ist hier oben bei diesem Schlepper zu sehen, haben wir Load-Sensing verbaut. Druckloser Rücklauf, Druck und Meldeleitung. Das heißt also, Load-Sensing ist bei diesen Treckern generell verbaut. Load-Sensing ist bei jedem Fendt ab 600er Fendt eigentlich immer verbaut. Nur die Leitung und das Wechselventil sind nicht verbaut. Das ist ein Satz, kann man nachrüsten, kann man kaufen, ist nicht teuer, alles gut. Aber in diesem Moment ist es schon dran, aber wir sehen, so richtig gebraucht hat das auch irgendwie keiner. Ja, dann, wenn wir gerade hier hinten stehen, Hubwerk, das sind immer so Sachen, ne? Wie doll verschlissen ist das? Hier kann man unten reingucken, da unten ist schon lose drin, ne? Das hat halt gearbeitet, ganz klare Sache. Da muss man dann eben, wenn man da mal anfängt, Stück für Stück immer mal so ein bisschen was machen. Aber generell... ist das alles dran und sieht alles soweit ganz gut aus. Ne? Das war eigentlich das, was es dazu zu sagen gibt. Ja, dann war es eben so, dann musst du eben einmal drunter unter die Kiste. Ne? Das ist halt normal, weil du willst ja wissen, ob es nicht unten irgendwo noch irgendwie Tropfen gibt, die sich da bemerkbar machen. Ich weiß noch nicht, wie wir es am besten machen. Vielleicht du von hier, ich gehe einfach tatsächlich drunter. Muss man halt einfach machen. Ist auch nicht schlimm weiter, aber man kann hier drunten zum Beispiel sehen, hier hinten getriebeseitig, unten drunter alles trocken, da ist ein bisschen Erde dran, das ist alles vollkommen in Ordnung, hier nach vorne genauso, hier kann man vom Ölwechsel sehen, ist noch so ein bisschen Öl dran, aber es ist alles trocken und ordentlich, ne? Das ist alles so, wie es sein soll, der Blick unter den Trecker, der lügt ja nicht und den muss man auf jeden Fall gehen, ne? So, das ist, ist zwar ein anstrengender Weg, aber gucken musst du hier drunter, um zu sehen und zu verstehen. Ne? Ah. Ich häng fest. Nein. Haben wir Erde? Oh ja, der Pulli kann in der Wäsche. Ach Quatsch, der ist noch gut. Ja, das also erstmal so der allgemeine Blick. Ne? Sind alle Sachen da, die da sein müssen? Ne? So, ja, wie gesagt, im Motorraum, da war das eben bei dem einen so, da fehlte diese Leitung und dann war... bei einem war auch die Saisonschaltung, können wir uns ja noch mal angucken. Saisonschaltung für die Frontzapfelle. Das ist ja
Das ist ja dieser smarte Hebel hier. Ne? Der war nicht vorhanden. Kostet mal eben schlappe 700 Euro. Ja, und da weiß man ja, was einem blüht. Ne? So, 700 Euro. Ne? Ja. Ist halt immer so ein Thema. Ne? Wurde nicht gemacht, weil 700 Euro. Wie wir von unseren anderen Geschichten wissen, hier sehen wir auch, hier sind noch die originalen Stickstoffblasen drin, dort, dahinter und unten. Da weiß man natürlich auch, dass mutmaßlich die jetzt nicht mehr so gut sein werden. Ne? Das ist einfach so. Ne? Aber ansonsten. Kleiner Tipp vielleicht, auch was wir jetzt im Nachhinein gemacht haben, weil wir ja ein paar Leute mehr waren. Aber man könnte ja auch einen Stift und einen Zettel mitnehmen und alles das, was man findet, aufschreiben. Genau. Was halt positiv oder was halt auch negativ ist. Ne? Genau. Also, oder wo jetzt irgendwo was ist, wo man sagt, okay, da fehlt jetzt dies oder da ist jetzt genau. Das nicht. Also das haben wir auf jeden Fall gemacht. Wir haben uns abends hingesetzt und haben aus den Erinnerungen heraus, kriegt man hin, alles aufgeschrieben, was fehlt und alles aufgeschrieben, was man kaufen würde oder tauschen würde. Ne? Zum Beispiel diese ganze Kotflügelgeschichte und so. Alles mal aufgeschrieben und dann dahinter mal die Summen geschrieben, dass man mal weiß, Mensch, das würde ich da jetzt noch reinstecken, um den Sachstand so, wie er für mich richtig ist, hinzukriegen. Ne? Bei diesen Trägern kann man auch mal ganz gut sehen, diese Bleche hier, wenn die durchgegammelt sind, ne? Genauso auf der anderen Seite, die Einstiegsbleche, die können gerne so wie jetzt ein bisschen rostig sein. Das ist ja gar kein Problem. Aber in dem Moment, wo sie durchgegammelt sind, kann ich mir ja schon im Klaren sein, dass der Rest auch irgendwo ganz schön durchgegammelt ist. Ne? Das spiegelt sich ja dann immer wo wieder. Ne? Das ist genauso hier. Ne? Da ist mal mit Farbe drüber gegangen worden, alles gut, aber das ist nicht durchgegammelt und gar nichts. Ne? Und das ist auch so ein Ding, wo ich auch, wenn ihr guckt, worauf man achten kann, was mir persönlich immer sehr böse aufstößt, dieser Trecker steht so, wie er hier steht, ehrlich da. Wenn du jetzt zu anderen Treckern kommst, habe ich schon ganz viel gesehen in Mappen und überall so, wenn diese Schrauben hier überlackiert wurden, ne? Oder wenn denn hier irgendwo so Schläuche überlackiert wurden oder hier im Motorraum so Elektrokabel überlackiert wurden, denn, oder so Dichtung, ne? Wenn hier auf der Dichtung rumgelackert wurde, weil das nicht ordentlich gemacht wurde, dann weißt du schon, da hat irgendeiner mit Farbe schon mal dran rumgefummelt, der ja das vielleicht gut gemacht haben kann. Aber in dem Moment, wo du es nicht warst, weißt du ja gar nicht mehr, warum hat er das eigentlich gemacht? Wie schlimm sah denn der Trecker wirklich aus, ne? Und das ist so, dieser Schlepper wurde irgendwann mal mit Grau überlackiert. Das ist Fakt. Die haben sich auch nicht übermäßig viel Mühe gegeben. Aber das hat ihm jetzt nicht geschadet, sag ich mal. Ne? Aber wenn ich das halt so sehe, wenn halt mit Farbe über die Dichtung rübergegangen wurde und all solche Sachen, dann weißt du schon immer so, das hat immer einen schlechten Beigeschmack, ne? So zwischendurch mal. Das ist schwierig. Was bei diesen Fans in diesen Baujahren immer noch ganz cool ist, was man sehen kann, wo können wir dann mal hingehen? Ja, ich glaube hier drüben. Und zwar ist es so, diese Trecker haben immer die Kabelbäume und die Kabel in den Kabelbäumen sind immer weiß. Hier, da könnt ihr es sehen. Ne? Die Adern da drinnen sind weiß. Wenn in diesen Treckern orangene Kabel verbaut wurden, also wenn diese Kabel nicht weiß sind, sondern orange, dann weiß man, hat jemand schon mal den Kabelbaum erneuert, weil das ist dann der Austauschkabelbaum. Der hat halt nicht die weiße Farbe, sondern da sind die Adern orange. Das ist immer so ein ganz cooles Indiz. Daran kann man mal so ein bisschen irgendwie was feststellen. Ne? Hier zum Beispiel, na, schweres, schlechtes Beispiel, eine Lichtmaschine ist ja kaputt, ich weiß gar nicht welche. Aber diese Beispiele, guck mal hier, wird dann Schlauch rüber gemacht, weil man gemerkt hat, oh, die beiden reiben aneinander. Ne? Was ich ja sagte eingangs, wenn da einer was mit Liebe gemacht hat, dann hat er das getan. Genauso hier weiß man, irgendeiner war schon mal bei. Wenn da so ein Kabelbänder drumherum war, wurde hier also schon mal irgendwas ausgebaut und gefummelt. Ne? Der hat sicher nicht umsonst diese Farbmarkierung da gemacht, weil er da schon mal irgendwie bei war. Ne? Flammenglühanlage oder ähnliches wurde da schon mal rausgerackt. Ne? Kann ja auch mehr gewesen sein, weiß man nicht. Aber da oben sitzen halt diese Kabelbinder, die mit verschiedenen Farben dem, der das demontiert hat, wieder signalisiert, Mensch, so machst du das aber auch wieder zusammen. Ne? Genau, solche Dinge kann man eben auch immer sehen. Und die kann man dann eben, wenn so ein Schlepper zum Beispiel erste Hand ist, kann man die halt gut nehmen. Ne? Wenn der erste Hand ist, kannst du sagen, Mensch, hier sind nur Kabelbinder dran. Was habt ihr denn da repariert? So, und dann muss der Verkäufer ja aus dem Quark kommen und sagen, ja, da war das und das oder so. Ne? So hat man ja, ne, Frage-Antwort-Spiel. Ne? Man kann dann immer halt fragen, Mensch, was war mit dem Schlepper schon? Und wenn er sagt, nö, der hatte nichts, und dann siehst du hier so Kabelbinder, dann kannst du sagen, ja, da sind so Kabelbinder dran. Warum waren das auseinander? Ja, der war ja mal eine Werkstatt, weil. Ne? Es ist ja so ein Trecker, der hat ja gelebt, der muss auch mal in der Werkstatt gewesen sein. Das kann gar nicht angehen, dass der nie in der Werkstatt war. Ne?
Aber das ist, sind so Indizien dafür, ne? Dass da schon mal irgendwann, irgendwo, irgendwie einer dran war. Genau, das ist eigentlich so das, was man hier sehen kann von außen. Oh. Geht's? Ja, ich bin nur dagegen gelaufen. Wir können ja mal lieber doch, wir müssen hier doch ein bisschen starten. Dieses hier habe ich bis heute noch nicht verstanden, das Prinzip. Das muss ich noch irgendwie rausfinden. Ich habe es schon mal so gemacht. Nee, wie hatte ich es denn überhaupt gemacht? Ach so, ich habe es schon mal so gemacht. Was nehme ich ihn da raus? Das habe ich bei den anderen immer so gemacht. Ich weiß nicht. Aha. Ich weiß nicht, wie das... Ja, man muss sich ja nur zu helfen wissen. Ja, aber das Prinzip... Richtig ist es ja nicht so. Nee, das ist irgendwie anders. Das Prinzip ist irgendwie anders. Ich weiß es gerade besser nicht. So, das ist also erstmal alles das, was man machen kann, dass man einfach von außen guckt. Ne? Jetzt wissen wir ja noch nicht, ob überhaupt irgendwas an diesem Gerät funktioniert. Ne? Du musst hier nochmal richtig zumachen, bitte. Ja, hier ist so ein Hebel, runterdrücken, fertig. Das war das. Jetzt kommt der nächste Eindruck in der Kabine, ist natürlich so ein Thema. Wir haben jetzt diesen Teppich hier schon reingelegt, aber wie sieht der Fußboden darunter aus? Ne? Wenn der darunter megamäßig durchgelatscht ist, dann kannst du ja schon haben, dass der ja schon ganz schön viele Stunden runter hat oder dass eben einer da, ich weiß nicht, 20 Mal am Tag rauf und runter geklettert ist. Genau, wenn er bäulig ist oder so, aber kann auch Dreck unter sein. Ne? Also das will ich nicht in Frage stellen. Naja, aber es kann ja auch sein, dass er da drunter ordentlich blüht, wenn da so eine Beule ist, oder nicht? Klar, also unter diesen Teppich haben wir auch noch nicht gekehrt, ne? Also von daher... Aber schon den Rest habe ich schon sauber gemacht, da hinten unter, der, in, unter meiner Bassbox da, ne? 100%, ne? Bei diesen Treckern, den Baujahren, hast du dieses hier auch. Das ist in diesem Falle noch human, sag ich mal. Ne? Wenn man ja aber weiß, dass so ein Teil 800 Euro kostet, dann muss man mal einmal sparen und dann muss man das halt mal kaufen, ne? Schön ist es nicht. Nein, schön ist es nicht. So, weiter geht's. Dachhimmel ist immer so ein Thema. Hier bei diesem ist der Dachhimmel leicht mit ein bisschen Staub oder so. Aber ansonsten ist das vollkommen legitim. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Das sieht alles in Ordnung aus. Aber hier sieht man dann ja auch, wenn die Dichtung nicht in Ordnung ist, ob das hier ja, wie bei unserem Neuner jetzt genau. Gerade. Es ist ja so ein bisschen reingelaufen. Gut, wenn ich auf dem Dach mit dem Hochdruckreiniger bin, dann ist es halt auch unfair. Ne? Unfair, ja. So. Aber sind alle Lufteinlässe da, so, das sind alles so, ist so ein Rundumblick, den man so machen kann. Bei diesem hier ist es so, dass hier, ne, ist diese Blende zum Beispiel nicht mehr schön. Ne? Du musst es jetzt nicht gleich ganz rausreißen. Nee, das war jetzt unfair, das war gemein. Das hätte ich jetzt nicht tun dürfen. Aber wie gesagt, diese Blende, ich habe jetzt beide gekauft. Diese Blende kostet, also ich, die kosten nicht viel Geld. Komischerweise habe ich echt gedacht, wunderbar, ich habe jetzt sicherheitshalber beide gekauft. Da ist hier oben das Plastik rausgebrochen, fertig. Ich glaube, das Ganze kostet nachher 70 Euro oder irgendwie sowas. Also das ist im Verhältnis. Und selbst wenn es 100 kostet, ist das noch in Ordnung. Ne? Genau, also das passt. Aber da, daran sieht man so, ja, das sieht soweit alles ganz gut aus. Jetzt sehen wir hier das Standardding. Ne? So ein Schlepper, wenn der 10.000 Stunden hat, dann ist dieses Lenkrad in der Regel tot. Ne? Das kann ich hier so drehen. Dass das abgenutzt, das ist halt einfach so. Ne? Genauso die Pedale, wenn die hier natürlich aussehen wie Ranz, megamäßig abgenutzt, dann ist natürlich immer die Frage, wie viele Stunden hat der Trecker eigentlich gemacht. Ne? Hier bei diesem Trecker war dann gleich aufgefallen. Entweder das Traktor hot field fast rattert, springing ick af. Also beim Kippen festhalten, nicht abspringen, glaube ich, heißt das im Ursprung. Ich glaube, die aus den südlichen Ländern können das eher sagen als ich. Ich glaube, unser 600 hatte den Aufkleber damals auch. Ne? Dieser Trecker ist ganz im Ursprung mal aus Dänemark gekommen. Dort scheint er mal neu ausgeliefert worden zu sein. Genauso hier hat mal einer einen Wartungszettel reingeklebt, auch dänischer Herkunft. Ne? Ja, also im Ursprung war der Trecker mal dänisch, kann man an solchen Aufklebern erkennen. Ich weiß gar nicht, da wo wir waren, die hatten das noch gar nicht so auf dem Zettel. So, ne? Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür. Ich glaube nicht, dass irgendeiner, wir haben nämlich hinten am Nummernschildhalter auch einen dänischen Aufkleber. Ich glaube nicht, dass irgendeiner mal die Aufkleber hier oder eine neue Frontscheibe genommen hat komplett und dann waren die Aufkleber da drauf. Das wird nicht passiert sein. Ne? Also das, so ein Indiz, Dänemark. Hier haben wir noch so ein Teil, kann man auch alles kaufen. Na? Nö, alles gut. So, immer mal gucken. Ne? Die Kamerastrom wird schon knapper. Ja, genau. Hier ist eigentlich auch, aber hier fehlen uns die Bedienelemente, ne? Komplett. Hier fehlen uns die Bedienelemente komplett. Und das ist natürlich so eine Sache. Du kannst einfach nur ein Kabel nehmen, ne? Ja, ich hole ein Kabel.
Die Bedienelemente hier fehlen, die Aufkleber halt. Ne? Die gibt es aber zu kaufen, habe ich schon da. Werden wir austauschen und dann wird das wieder gut aussehen. Ne? Gerne ist das auch hier so, dass das reingedrückt ist. Kann man sich auch angucken, sieht hier soweit in Ordnung aus. Muss man aber mal drauf achten. Die Dinge gehen halt irgendwie mal kaputt durch Benutzung. Ne? Dann weiter, hier kann man sehen, hatte jemand für die Scheinwerfer hinten am Anbaugerät, da waren so Steckdosen, die da reingemacht. Die Einarbeitung ist auch hier oben passiert. Ne? Und dann sehen wir hier auch den Klassiker, der Lichtschalter, der hatte mal was an der Marmel, einer von denen da oben. Wir sehen, der Hecklichtschalter ist der neue. Ich muss mal kurz das Kabel ziehen hier. Hallo Kabel. Oh Gott, ihr seid hier total vertüdelt. Wie hat sie das denn gemacht? Ihr müsst mal, Vorsicht, es wird ein bisschen Achterbahn. So. Ich war dabei. Der hier oben ist der heller ist. Ne? Der ist also mal getauscht worden. Ist bei diesen Treckern ein Standardproblem. Ne? So, jetzt kann man hier sehen, das ist ja nicht nur der. Habe ich den da wieder reingelegt? Ja, habe ich. Der wurde halt getauscht. So. Dafür wurde hier, sehr gut gemacht, wurde hier so eine Kiste integriert. Hier liegen noch mehr so schöne Ersatzteile. Oh, guck mal, wir können noch eine schmücken. So tief war ich da noch gar nicht drin. Auf jeden Fall, das wurde gemacht. Jetzt brauchen wir hier einmal Strom. Nicht, dass ihr gleich weg seid. Lädt er? Schwer. Aber es geht halt weiter. In der Kiste liegt bei diesen Treckern zum Beispiel die Bedienungsanleitung. Das ist halt immer so ein Thema. Manchmal ist sie nicht dabei, oftmals ja irgendwie doch. Bedienungsanleitung ist halt immer ganz cool, weil erstens ist Bedienungsanleitung cool, weil ich hier muss ganz oft in so Gruppen und so muss ich da böse reagieren, weil die Leute dann fragen, ja, wie viel Öl und welches Öl muss ich da drauf machen auf meinen Trecker. Nee, Leute, das sind nicht die Fragen, die wir brauchen. Wir brauchen diese Fachfragen und so Gruppen. Alles andere, was in dieser Bedienungsanleitung steht, muss jetzt nicht in irgendeiner Gruppe geschrieben werden. Also kauft euch eine Bedienungsanleitung, lest in der Bedienungsanleitung nach, da steht erstens die Bedienung drin und zweitens stehen da bei Fendt immer, bei anderen Herstellern ja auch, Ölmengen, Wartungsintervalle und bei Fendt ist es ja auch noch so, dann hast du ja auch noch die Stromlaufpläne richtig gut drin und was ja auch noch so ist, das ist die Wartungsliste, Stromlaufpläne, du hast auch die Störcodes. Du brauchst die Bedienungsanleitung allein schon auf dem Sitz, um diese Störcodes darstellen zu können. Ne? Was manche machen, ne? Hier zum Beispiel 2010 Motoröl, Getriebeöl und Frost erneuert. Ne? So, und jetzt wird es hier nämlich interessant. Hier steht zum Beispiel was mit 710, 70, 38 mit den Reifen. Das steht da drin als Größe. Jetzt gucken wir hinten auf diesen Trecker und stellen fest. Also generell Bedienungsanleitung stehen manchmal so Sachen. Hat mal einer was reingeschrieben und es ist hochinteressant, nur die Bedienungsanleitung zu lesen. Nicht das, was da der Hersteller reingeschrieben hat, sondern was Menschen reingeschrieben haben. 710, 70, 38. Es ist so, dass dieser Trecker aber 710, 70, 42 hinten drauf hat. Ich kenne ja mehrere, die solche Trecker haben und die, das variiert bei diesen Treckern mit dem Übersetzungsverhältnis von Schlepper zu Schlepper. Das ist fahrgestellnummerabhängig. Da muss man Hersteller oder ähnliches fragen, was brauche ich eigentlich für Reifenkombinationen. Bei diesem Trecker ist die eigentlich nicht so ganz so richtig. 710, 70, das ist alles eingetragen, was da drauf hat, aber dieses 710, 70, 38 ist eigentlich der Reifen, mit dem der Ursprung ausgeliefert wurde. Dann passt es auch wieder vorne mit 665, 34. Wir müssen jetzt aber hinten 710, 70, 42 und vorne müssen wir von 665 auf 670, 34 gehen, damit das Verhältnis wieder passt. Ne? Da ist mal irgendwie in Anführungsstrichen so ein kleiner Fehler passiert. Ne? Aber dieses Indiz sagt ja da oben, Mensch, irgendwie war da mal was. Ne? Oder irgendwas, da hat sich schon mal einer einen Kopf drum gemacht. Ne? So, und dann kannst du halt gucken, hier zum Beispiel, oh, Störcode-Liste, da hat schon mal einer irgendwie einen Haken gemacht. Oftmals ist nämlich bei den Störcodes, ist da denn so ein Kreuz gemacht worden. Ne? Weil die Menschen dann so gesagt haben, oh, da war so ein Fehler. Und dann machen die erstmal mit so einem Kugelschreiber so ein Kreuz. Bei diesem hier ist es jetzt nicht der Fall. Bei unserem 926 TNS zum Beispiel war dabei Getriebeöl verschmutzt und sowas da mal ein Kreuz. Ne? Weil der hatte nämlich damals, als wir den kriegten, nagelneuen Triebsatz gekriegt und vorher ging der Triebsatz kaputt und da hat der Bediener halt in diesem Heft das notiert. Ne? Deswegen sage ich, so eine Bedienungsanleitung kann manchmal echt hochinteressant sein. Deswegen ist das immer gut, wenn die dabei ist. Was wir bei diesen Treckern immer noch gerne machen, ist, wir nehmen hier die Box raus, unser Handschuhfach sozusagen.
und gucken da einfach mal rein. Weil es sind so Basteltrecker und da ist halt immer alles so Thema. Ne? Da gucken wir hier rein und dann siehst du hier, okay, hier hat mal einer mit einer Sicherung den Strom hier oben abgenommen. Das hat er so weit ganz ordentlich gemacht. Da unten war er mit einem Stromlied bei, da war auch über einem Stromlied bei. Aber generell liegen hier jetzt nicht 30 Kabel drin, von denen man nicht weiß, wofür die sind. Und das macht so noch einen ganz aufgeräumten Eindruck. Ne? Das in so einer Box kann nämlich auch mal viel Schluder und was getrieben werden. Ne? Aber das sieht soweit alles in Ordnung aus. Hier sind die Schalter reingekommen. Ne? Man selber hat mittlerweile halt den Anspruch, das mit Deckern zu machen, aber soweit ist das in Ordnung. Ne? Ich denke mal, wir werden das rausbauen, wir brauchen das nicht. Wir werden hier dann einfach Abdeckkappen drauf machen und dann ist das wieder in Ordnung. Ne? Da unten wurde Zigarettenanzünder nachgerüstet, auch soweit alles in Ordnung. Ne? Aber das ist soweit alles passig. Dann haben wir hier noch so ein bisschen, kann man hier sehen, mit den Boxen. Ne? Auf diesen Boxen stehen auch immer so Nummern drauf. Hier steht zum Beispiel drauf 3050, meine ich, die Fahrgestellnummer sein. Ne? Das ist die Originalnummer. Hier sehen wir aber schon drauf 916. Und wir haben ja aber 926 und diese ist vom Baujahr 3217. Also diese Box zum Beispiel wurde schon mal erneuert. Ne? Normalerweise steht hier die Original-Fahrgestellnummer drauf. Die ist halt aus dem Baujahr 17. Wir wissen ja aber, der Trecker ist aus dem Baujahr 00, also 2000. Ne? Kann man so daran so ein bisschen sehen. Genauso hier hinten. Mhm. Wo hinten? Wie kriegen wir das denn hin? So. Ja? Ich hab mich grad nee, schon aber gut. Dieses Ei, seht ihr das? Da unten ist bei diesen Treckern auch ein Aufkleber drauf mit der Fahrgestellnummer. Müsst ihr jetzt selber einmal gucken. G916. So. Das ist in diesem Moment auch schon eine andere Nummer. Ne? Ist halt hochinteressant, solche Geschichten. Ne? Da kann man schon immer so dran ablesen, so, dass da schon mal irgendwas war. So. Und wo wir dabei sind, Fahrgestellnummern zu vergleichen, das ist ja immer so ein Lieblingsthema oder ein geliebtes Thema, das viele auch nicht so richtig wissen. Es geht dann darum, ja Mensch, keine Ahnung, ist denn auch noch so, wie viele Stunden hat denn so ein Trecker? Ja, so ein Trecker. Ja, der Trecker hat 15.000 Stunden. Gut, ist ja erstmal eine Aussage, kann man ja erstmal mit leben. Da es nirgendwo belegt wurde und da es nirgendwo niedergeschrieben wurde, ist das natürlich immer so ein Problem. Ja, wieso hat der denn 15.000 Stunden? Ja, ganz einfach. Du machst die Zündung an und dann steht da, könnt ihr das sehen, vielleicht gehen wir noch mal dichter ran, dann steht da 5.095,2 Stunden. Ja, nee, du hast doch gesagt, der hat 15.000 Stunden. Hier stehen ja aber 5. Ja, bei 10 springt er auf 0. Nee, diese Trecker kriegen bei 10, so wie unser, Strich davor. Die springen erst bei 20.000. Ne? Das ist halt immer die Frage. So, springen bei 20.000. Ne? Ja. Ja, aber hier stehen ja 5. Ja, der hat bei 10 mal ein neues Tacho gekriegt. Oh, das passt aber irgendwie sehr gut. Ne? So, und dann, ja. Und dann gibt es ja eben den, der dir das aber nicht erzählt. So, und dann ist es halt immer so ein Thema. Man kann und man muss bei solchen Treckern, alle, die dieses Cockpit haben, muss man, und jetzt kommen wir wieder zu Werkzeug, muss man einen Kreuzschlitzschraubendreher haben, muss diese beiden inneren Schrauben rausschrauben. Dann kann man das Kombi-Instrument nach vorne machen und dann kommen wir dahin, dass wir hier ein Kombi-Instrument haben mit der Fahrgestellnummer 718-79-010 bla bla bla. So, und hier müsste aber jetzt, wir haben ja 926-23 bla bla bla, ne? In diesem Schlepper ist also nicht mehr das Original-Kombi-Instrument verbaut. Ne? Das ist Fakt. Und das ist so ein Thema, das gibt es halt oft, dass das halt nicht gesagt wird. Und das ist schwierig, wenn das nicht der Fall ist. Ne? Dann kannst du da halt auf der Nase fallen. Ne? Und deswegen braucht man einen Kreuzschlitzschraubendreher, so wie wir vorhin den 17er brauchen, um die Klappe aufzumachen, braucht man jetzt einen Kreuzschlitzschraubendreher, um hier mal in das Atombrett reinzukommen. Ne? Das ist einfach so. Um da vielleicht dem einen oder anderen mal auf die Finger zu treten. Ne? Die Schraube ist jetzt hier nicht richtig. Diese Schrauben sind ein bisschen schräg drin. Das ist ein bisschen nicht ganz so einfach.
Aber wie gesagt, das Ding immer aufschrauben und gucken, ob da drauf die Originalfahrgestellnummer des Fahrzeugs steht. Wenn die Originalfahrgestellnummer des Fahrzeugs draufsteht, kann man sich schon immer sicher sein. Oder kann man sich erstmal schon mal im Klaren sein, ja, das macht doch erstmal schon mal einen guten Eindruck, das Ganze. Ne? So. Ja, wie kann man jetzt das Spiel weiterspielen? Jetzt wissen wir ja nicht, wie viele Stunden hat so ein Trecker, ne? Das ist ja immer so ein Problem. So richtig rausfinden wird man es nie, muss man fairerweise sagen. Ist halt, wenn es halt durch mehrere Hände ging, nicht belegbar ist, wird es halt immer schwierig. Bei diesem Trecker können wir jetzt noch eine Sache machen. F1, F3 und F5 sind dunkel. Diese drei Tasten halten wir gedrückt. Zündung an. Ich glaube, ich habe den einmal verkackt. Mein Finger ist runtergerutscht. Ja. Also, nee, Cheat. Oh, du hast es jetzt ausgemacht, Jogi. Ja, genau. Nochmal again. Nochmal das Ganze. Also, die drei gedrückt halten, Zündung anmachen, draufbleiben. Diese Monitore sind halt die ersten, die sind auch noch so ein bisschen dunkel und über die Jahre sind die sowieso so dunkel. Und ja. So, dann kommt der, dann schiebt er aber rüber und dann kommt dieser Bluescreen wieder. Ich habe das schon mal gezeigt bei unserem. So, und auf diesem Bluescreen stehen jetzt dort 15.500 Stunden. Ne? So, darüber kann man schon mal so ein bisschen was rausfinden. Wenn man es denn ganz genau haben möchte, muss man tatsächlich sich einen Schlepperhändler des Vertrauens suchen. Der kann noch mal mit dem Laptop noch mal ein bisschen tiefer gehen und in der Tiefe noch mal ein bisschen genauer in die ganze Sache reingucken. Aber das ist so ein Ding, was man immer machen sollte. Haben wir bei unserem Neuner ja auch schon ein Video gemacht, irgendwie vor 2 Monaten oder so, ne? Dass wir einfach mal geguckt haben, Mensch, was steht eigentlich auf dem Tacho, was steht eigentlich hier drin? Spiegelt sich das ungefähr wieder, ne? So, weiß gar nicht, komme ich hier so raus? Nee, komm. Das auf jeden Fall bei diesen Schleppern mit diesen Terminal eine Möglichkeit, um einmal die Stunden so grob zu kontrollieren, ob das stimmt. Die Stunden, die hier drin sind und die Stunden, die im Kombi-Instrument stehen, die unterscheiden sich. Hier drin sind immer weniger Stunden als in dem Kombi-Instrument. Das muss man immer bedenken. Deswegen da also nicht irgendwie voreilig so, oh, das stimmt ja nicht. Nee, da gibt es eine Differenz. Wie groß die Differenz ist, kann ich euch keine Zahlen zu nennen. Ich weiß nur, es gibt eine Differenz. Akku hält jetzt. Gut. Das ist so das. Das waren jetzt erstmal so die Sachen, die man eigentlich so machen kann. Da brauchst du noch nicht mal einen Trecker zu starten. Ne? Das ist eigentlich nur das, was man erstmal macht, um eine grobe Bestandsaufnahme zu machen. Wie sieht es eigentlich mit dem Schlepper aus? Dann geht es ja weiter. Funktionstest, Probefahrt. Ne? Also erstmal starten. Achso, ich mach erstmal die Tür zu, nicht, dass ihr einen Schock kriegt. So. Funktionstest, Probefahrt. Das ist unser großes Problem heute und generell, wir können hier jetzt keine große Probefahrt machen, weil der nicht zugelassen ist. Für eine richtige Probefahrt müsste ich aber das Öl warm fahren bei so einem Trecker. Das ist einfach so, weil ich dann in dem Moment in Kalibrierschritte reingehen möchte, um das Getriebe zu kontrollieren. Wir haben über das Getriebe, es gibt keine fundierten Aussagen über das Getriebe. Ne? Ich weiß gar nicht. Ich müsste jetzt immer lügen, wo das hier ist. Da ist das. Ich muss jetzt selber erstmal fummeln hier. Da ist das. Das. Nee, das ist verkehrt. Da oben war das. Also nochmal, es ist immer dasselbe. Du gehst über das Buch zum Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel, dann kommt das. Wenn ich dann hier oben F1 drücke, kommt eine Diagnose. Und jetzt sehen wir zum Beispiel Solldrehzahl, Fußpedal 680. Wenn ich jetzt Gas gebe, wird das mehr. Ne? So, und genauso, da sind hier jetzt, ich weiß gar nicht, können wir noch blättern, Diagnose 1.
Hochdrucksensor 0 bis 600 Bar soll er anzeigen, Solldrehzahl, Fußgas 0 bis 3000, Temperaturen und. Ne? Man kann sich also noch ein bisschen mehr anzeigen lassen. Ich weiß immer gar nicht, über den zurück. Bin mir nicht sicher, ob ich hier noch irgendwie drin blättern kann. Nö. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel fahre mit dem Sensor und gebe mal, ne, jetzt seht ihr, wenn ich jetzt fahre, ne, wir fahren jetzt 0,4, dann haben wir da oben 20 Bar. Wenn ich jetzt ein bisschen in die Bremse drücke, dann wird der Druck höher. Wenn ich dann gegen die Bremse gegenfahre, ne, oder wenn ich dann in dem Moment Handbremse anziehe und wenn ich dann gegen den Sensor mal gegenfahre, ne, dann kann ich den hochpushen. Und es gibt Helden, die können dir jetzt anhand dieses Sensors und des Druckverhaltens sagen, wie gut der Triebsatz ist. Das kann ich nicht. Ne? Das will ich auch gar nicht können. Aber es ist halt möglich, über diesen Sensor, also über diesen Hochdrucksensor, zumindest festzustellen, dass der Triebsatz Druck aufbaut. Wie gesagt, einige können halt darüber mehr. Ich kann es halt nicht. So, das war der Diagnosebildschirm. Das ist so ein Standard. Diagnosebildschirm, den hat er, ich glaube, die unsere Generation, den wir haben, der kann auch noch mehr. Ne? Jetzt muss ich halt meine Probefahrt machen, wie man so Probefahrt macht. Man fährt halt vorwärts, rückwärts, seitwärts, keine Ahnung. Fahren, bremsen, bremst er auch. Ne? Es sind wirklich jetzt Basics. Fahren, bremsen, lenken, verhält sich die Lenkung gut, ist das ruhig, ist das leise oder surrt das? Dann kann ich hier in dem Moment meine Fahrstufen durchschalten, ob er auch in allen vier Fahrstufen beschleunigt. Ich merke es ja auch beim Fahren, wir können es halt jetzt nicht simulieren, ob er gut oder schlecht beschleunigt. Also auf 1 ist es ja so, dass er relativ langsam vorwärts drückt. Wenn ich jetzt auf 4 mache, dann macht er natürlich schon mal einen ganz anderen Hub. Ne? Jetzt. Ja, das ist auch für euch schwer zu merken, aber in Stufe 4 wechselt er auch von vorwärts auf rückwärts richtig zügig. Und wenn ich auf Stufe 1 gehe, dann ist das ist behäbiger. Das merkt man. Gut, das sind so Sachen, die habe ich mir vielleicht über die Jahre mal so ein bisschen angewöhnt, aber das ist für euch schwer zu erkennen. Was kann ich noch sehen? Ich kann beim Fahren bremsen, knarzt er irgendwo. Wie verhält sich meine Vorderachse? Ist das alles so, dass ich sage, ja, das federt oder das federt nicht? Das kann man so ein bisschen feststellen, aber schwer. Das muss man tatsächlich technisch festmachen, so wie wir das in einem unserer vorangegangenen Videos gemacht haben. Ne? Genauso ist dann, man hört so den Motorlauf. In den Mikros jetzt klingt das wieder so, weil viele irgendwann haben sie mal das Wort in einem YouTube-Video bei jemandem Kolbenkipper gehört. Dann denken die alle immer, ja, das klackert, das hat einen Kolbenkipper. Nee, das ist Quatsch. Wenn wir jetzt unseren Neuner daneben stellen würden, der klackert so ähnlich. Nur halt 4000 Stunden weniger doll oder 5000 Stunden weniger doll. Das klackert halt, ne? Aber wenn das da irgendwo jetzt rauszischt oder was auch immer hier, Qualm beim Fahren aus dem Motorraum raus oder so, dann muss man sich halt Gedanken machen. Ne? Vorher, wir können da nicht reingucken. Wir können in so einen alten Trecker, wir können einfach da nicht reingucken. Ne? Das ist so. Dann ist es so, dann bist du eine Runde gefahren. Wichtig ist, dass du relativ viel fährst, damit der auch warm wird. Der Motor und das Getriebe braucht Betriebstemperatur. Dann kann man aber auf der Fahrt schon mal so Basics machen. Ne? Hier haben wir 0. 540 geht bei diesem Trecker nicht, weil dieser Trecker hat nur 750 und 1000. Kann ich meine Zapfwellenschaltung schalten, so 1000er. Dann kann ich einfach mal die Zapfwelle einschalten. Dann kann ich hier hinten sehen, es sind die Basics. Ne? Geht meine Zapfwelle überhaupt? Ne? Jetzt geht sie, wenn ich ein bisschen Gas gebe, dreht sie auch. Ne? Geht meine Zapfwelle an und gibt es da nicht irgendwie einen Fehler? Dann schalte ich auf 750er. Also wirklich. Macht das wirklich, schaltet diese Dinge alle durch. Ne? So, jetzt ist die Zapfwelle an, fertig. Andere Drehzahl. Ist so ein Ding. Genauso ist es immer ziemlich einfach, aber was willst du machen? Also es ist banal gesagt, aber jetzt haben wir hier die Steuergeräte gesperrt. Jetzt machst du die Steuergeräte auf. Und jetzt fährst du auch wirklich mal dein gelbes Steuergerät. Mal ein Plus, also Minus ist das in dem Moment, dann auf Plus und auf Schwimmstellung. Ne? Könnt ihr sehen? Da haben wir jetzt Schwimmstellung. Macht er das auch? Weil Schwimmstellung ist bei denen immer so ein Problem. So, wenn du wieder auf Schwimmstellung machst, muss es weggehen.
Dann wieder, dann nimmst du das Blaue. Plus. Minus. Schwimmstellung. Geht. Und genauso hier. Weil diese Steuergeräte, die können zicken. Ne? Und dann hast du ein Problem. Zack. So, funktioniert alles. Ne? Das ist soweit in Ordnung. Können wir die Schwimmstellung wieder rausnehmen. Genauso so einfache Sachen. Heckhubwerk. Heb das Heckhubwerk. Ne? Haben wir jetzt in dem Moment, wenn du hier auf Hubwerk gehst, zielt er da. Kann er gar nicht. Zählt er gar nicht hoch. Hätte ich gesagt, kann er sogar anzeigen. Aber er zeigt da oben den Pfeil, der geht hoch. Heckhubwerk. Geht das Heckhubwerk hoch? Geht das runter? All solche Dinge. Dann geht es weiter. Vorderachsfederung. Ne? Wenn ich die ausmache, muss er vorne runtergehen. Macht er. Mache ich sie wieder an. Länger gedrückt halten, weil wir stehen. Geht das auch. Geht. Allrad. Kann ich Allrad einschalten? Kommt die Rückmeldung. Ist Allrad an? Sperre. Kann ich die Sperre einschalten? Kommt die Rückmeldung. Ja, kommt sie. Ich könnte jetzt noch Automatik testen. Allradsperre, Automatik. Fahre ich rein, drehe ich an meiner Lenkung, zack, geht die Sperre aus. Drehe ich noch weiter, zack, geht Allrad aus. Ne? Ist über die Lenkung gemacht. Das Ganze passiert auch über Geschwindigkeit, also wenn ich schneller fahre. Ne? Aber einfach testen. Es muss durchgetestet werden. Das nützt nun mal leider nichts. Es sind einfache Dinge, aber die sollten getestet sein. Ne? Man kann noch Licht durchtesten, das können wir uns in dem Moment sparen, aber könnte man auch noch machen. Aber wo willst du noch ganz hin, ne? Dann ist noch so ein Thema, kann man auch, wenn jetzt bei so kalten Temperaturen wird uns erhallen hier, Klimaanlage, kommt da überhaupt kalte Luft raus nachher, ne? Ist ja auch noch so ein Thema. Hier zum Beispiel leuchtet nämlich die Latüchte nicht, ne? Ach, zu heiß gewordene GoPro, das kannst du alles nicht erfinden. Egal. Aber die Klimaanlage geht. Die Klimaanlage geht und zwar hier ist der grüne Punkt zwar nicht an, aber es kommt schön kühle Luft raus, ne? Wir werden da auch noch mal so eine Klimaanlagenwartung machen oder so, wie auch immer, aber ne, geht die Klimaanlage. Wenn die Klimaanlage nicht geht, teuer. Das sind alles so Dinge, ne? Das ist alles so, was ich euch erzähle, kann man sich für lächerlich erachten oder nicht, aber es sind alles so Dinge, da summiert sich das ganz, ganz schnell das kleine Geld. Und dann wird es mit Markt großes Geld, ne? So, das also durchgetestet. Alle Steuergeräte durchgetestet. Bei Steuergeräten ist das wirklich wichtig, weil die können wirklich Probleme machen. So, dann geht man weiter. Bordinformator. Und dann kommt da oben unser Warndreieck. Unser schönes Warndreieck. So, ich habe das alles nicht gelöscht. Oder haben wir das gelöscht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. 3 Fehler haben wir drin. 519E, 12CA und 12C7. Ne? Jetzt kommt wieder der Moment, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, die stehen hier ja im Telefonbuch drin, in der Bedienungsanleitung drin. Ne? Mit den Fehlern muss man dann jetzt in die Bedienungsanleitung gehen und erstmal nachlesen, Mensch, was ist da überhaupt los? Ne? Die Jungs hier, ich glaube, es hat mit den Steuergeräten zu tun, die haben, können wir nachher nochmal draußen gucken, an den Steuergeräten gearbeitet und haben das alles wieder schick gemacht, aber die Fehler, meine ich, nicht rausgelöscht. Wir sehen ja, die Steuergeräte haben alle funktioniert, alles gut. Das heißt dann manchmal, Steuergerät nicht in Nullstellung, dann hat er die Mitte nicht erreicht und, ne? Das hat damit eben zu tun. Ja, dann ist es halt so, wir haben ja nun alles durchgetestet, macht es wirklich, ne? Ich sag mal, du brauchst hier nicht so ein Licht anmachen, weil das geht in der Regel nicht, aber nee, das sind so Kleinigkeiten, weiß ich nicht. Aber wenn da was abgebrochen oder die ganze Lampe fehlt, ist das schon wieder doof, ne? So, solche Sachen halt. Guck das in Ruhe durch. Wie sieht das sonst aus? Wie gesagt, ich finde den Trecker so für die Stundenzahl, die er hat, echt in Ordnung. Das ist alles gut. Aber hier fehlen die auch, wenn man das so sehen kann. Bei dem hier sieht es ja anders aus wie da. Genau. Ne? Kann man aber im Zubehör kaufen, habe ich schon gemacht. Also das ist alles soweit richtig gut. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wo wir in Schatten fahren können. Schönsten wäre Schatten, dass wir hier mal ein bisschen weiter aufs Display gucken könnten. Ne? Das Wetter ist zu gut. Wenn jetzt das Wetter schlechter wäre, wäre besser. Stopp! Oh. So, jetzt kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen, aber unser Display hier. Und zwar geht es jetzt los. Du hast den Trecker dann warm gefahren. Und dann gibt es hier diese sogenannte, ich nenne es mal Justage. Du kannst 6 Punkte, die kannst du unabhängig voneinander checken. Und das ist das, was ich auch empfehle. Check das.
Weil darüber kommen dann eben zur Not Fehler. Ne? Wir haben jetzt Justage 1, wäre Heck-EHR 8001 und 8002. Du gehst dann hier rein. Ja, gerade da geht das Licht natürlich auch nicht. Doch, geht. Ich wollte gerade sagen, da ist noch Licht an. Du gehst dann da rein. Ich meine Bord, also hier ist es nicht Bordinformator. Ich muss mal selber erstmal gucken. Aha, genau. Also, über das Zeichen gehst du da rein. Ich gehe mal raus, Enter. So, dann geht man hier mit dem Pfeil rüber auf den Schlüssel. Nee, mit Enter. So. Und jetzt nehmen wir halt die erste Zahl. Das wäre halt die 8001. So, dann müssen wir hier oben auf 8. Enter, Enter, Enter. 1. Enter. So, jetzt sagt er halt, nehmen Sie das Drehrad und drehen Sie das ganz nach rechts. Jetzt sind wir hier, nehmen das Drehrad und drehen das mal ganz nach rechts. Ich weiß gar nicht. Und dann drückst du Enter. Zack. Hat er erkannt. Jetzt sagt er, dreh das Drehrad ganz nach links. Dann gehen wir hier wieder auf Enter. Und dann sagt er, okay. Jetzt haben wir das Drehrad hier kalibriert. Diese Kalibration ist jetzt noch nicht gespeichert. Um das Kalibrierte zu speichern, muss ich den Trecker einmal ausmachen. So, das kann man eben machen mit Heckkraftheber. Das ist 8001 und 8002. Dann für den Frontkraftheber Komfort, wenn man ihn hat. Wir haben ihn in diesem Moment. Da kann man das machen mit 9001 und 9002. Dann hydraulische Zusatzventil ist die 1001. Federung, Vorderachsfederung 7666. Zapfwelle, Heckzapfwelle. Und das sind so zwei Punkte, die kann ich jedem empfehlen, dass er sich das hier irgendwo auf dem Trecker aufschreibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganzen Herbst mit dem Häckselwagen durch die Gegend fahre oder wie wir, wenn wir den Mulcher vorne drin haben, dann nehme ich immer den Code 60034 für die Zapfwelle Heck oder Zapfwelle Front 7034 und stelle mir damit das Einschaltverhalten der Zapfwelle ein, ne? Und das kann ich jedem nur empfehlen, für Front und Heck zu machen. Vor allen Dingen, wenn ich eben den ganzen Herbst mit so einem Häckselwagen durch die Gegend fahre oder viel mit einem Miststreuer oder so, stellt euch das einmal ein. Ne? Zum Beispiel beim Miststreuer mit einem vollen Wagen oder Mähwerk ist ja jetzt nicht so schwer anzutreiben, aber so ein Mulcher zum Beispiel, bis die Welle in Gange ist. Da würde ich das immer empfehlen, das mit diesem Code einzustellen, damit die Zapfwelle nicht so reinschlägt. Ne? Dann schaltet er das schön in Ruhe ein. Ne? Kann so. Man die Sachen nacheinander machen oder muss man immer einmal ausmachen? Genau, bei diesen Sachen ist es jetzt so, das kannst du alles nacheinander abarbeiten, Punkt 1 bis 6 und dann machst du den Trecker aus und dann ist die ganze Sache gut. Okay. Weiter geht's bei dem Getriebe, das können wir jetzt nicht machen, weil der Trecker ist jetzt halt kalt. Das ist eben der einzige Punkt, wo ich sage, so kann man als Normalleihe das Getriebe bei solchen Treckern kontrollieren. Ne? Da hast du Punkt 7 bis 11, da hast du einmal Fahrkupplung 4001, Bereichsschaltung 4003, Gaspedal 4005, Kennlinie Getriebe 4007 und Turbokupplung 4009. Ne? Das Ganze muss im Block passieren und das Öl muss warm sein. Wenn ihr das Öl schnell warm haben wollt, nehmt euch den Trecker, sucht euch irgendwo einen Feldweg und fahrt erstmal 2 Kilometer rückwärts. Rückwärts fahren, da wird das Öl schneller warm. Diese ganzen Sachen müssen im Block passieren. Der Trecker muss hingestellt werden, du musst Standgas, müsste er eigentlich auch erzählen, das erzählt er glaube ich auch, Standgas auf 1800 Touren und dann fährst du diese Punkte ab. Und bei Punkt 10 fährt das Getriebe hier die Kennlinie ab. Das heißt, es gibt Druck, also das, was wir vorhin gemacht haben, ne? Handbremse angezogen und einfach mal vorwärts gedrückt und der Drucksensor ging dann hoch. Und da fährt das Getriebe diese Punkte ab. Und zwar vorwärts, rückwärts, die Wechsel und. Und kann dann lose verstehen und lose feststellen im Getriebe, falls da irgendwas ist. Und wenn dann dieser Schlüssel mit dem OK kommt, machst du die Zündung aus und dein Trecker ist kalibriert. Das ist ein Vorgang, den normalerweise eine Werkstatt macht, wenn der Trecker zur Wartung ist. Das gehört damit zu. Ne? Alle 1000 Stunden in der Wartung sollen diese Dinge passieren. Und wenn du das halt verschläfst oder nicht machst, ist das gut oder schlecht, kannst du dir in dem Moment überlegen, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass bei diesen Problemen, wenn du jetzt die Kennlinie durchfährst oder wenn hier beim Schalten irgendwas passiert,
Dann sagt er Fehler. Piep, piep, piep und kommt ein Fehler. Und der kommt dann hier im Display, da steht dann Error. Deswegen, wenn das Öl warm ist, ihr das durchfahrt, könnt ihr euch sicher sein, zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Trecker fahrt, ist der Triebsatz in Ordnung. Dass der vielleicht nach 100, 200 Stunden euch trotzdem in die Ohren fliegt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber grundsätzlich, wenn er da schon bei dem Abfahren der Kennlinien einen Fehler rausschmeißt, könnt ihr euch sicher sein, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Ne? Deswegen halt diese Punkte im Block abarbeiten. 401, 403, 405, 407 und die 409. Immer im Block. Steht auch so geschrieben, im Block. Die Punkte einmal durcharbeiten und dann ist eigentlich alles gut. Dann haben wir zum Schluss noch Handgas 4002 und Fußgas 4005. Kann man auch noch machen. Und hier habe ich es auch noch mal aufgeschrieben, wenn der Trecker fertig ist, musst du eben einmal die Zündung ausmachen. Und damit sind die Werte gespeichert. Es ist kein Kontrolliervorgang, sondern es ist ein Kalibriervorgang. Und in diesem Kalibriervorgang können halt Fehler passieren und die kannst du halt in dem Moment dann erkennen. Wenn da wirklich ein Triebsatz auf letzter Rille ist, dann, wenn da Schlupf ist, wenn der Umschlag von vorwärts auf rückwärts, wenn das zu lange dauert, wenn da lose ist und, das kann der halt alles erkennen, das macht er. Man kann sich das hier im Display dann auch anzeigen lassen, dann kann man sich hier so, dann ist hier so ein Balkendiagramm, wir können es, wie gesagt, weil der kalt ist, können wir es nicht, wir müssen ihn mal richtig warm fahren, dann können wir das mal machen und dann fährt er das eben ab und wenn er es halt, wenn er seine Punkte, die er anfahren muss, nicht erreicht, meldet er halt Fehler, ne? So, das ist das Einzige, wie man Triebsatz kontrollieren kann. Oder man ist halt so ein König und kann halt über diese Druckgeschichte und Gas und dann, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Irgendeiner hatte mir mal gesagt, da kann man was von ablesen. So what, ich kann es nicht. Gut, das war eigentlich so das Generelle, was man so sehen kann. Wir können noch mal einmal vorne gucken mit dem Dings. Mit dem, wenn man die Lenkung einstellt, ach so, nee, wir sind ja noch nicht fertig. Oh, wichtige Punkte noch vergessen. Ich wollte gerade sagen, wir wollten noch die Lenkung eingeschlagen und dann gucken. Genau, ja, und dann kommt noch eigentlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Also Frontzapfwelle muss man natürlich auch einkuppeln und noch durchprobieren, haben wir jetzt nicht gemacht. Wir gehen jetzt aber einmal runter, wir lassen das nochmal so an, genau, weil wir müssen, dann können wir die Bolzen nicht ziehen. Ist egal, wir gucken erst unten. Weil das ist auch noch so ein Punkt, der wird immer gerne gefragt. Wie sieht es überhaupt aus? Und zwar, das ist hier natürlich schon alles so ein bisschen verrostet, aber es geht schon. Und zwar ist die Fronthydraulik bei so einem Schlepper unheimlich wichtig, weil darüber kann man so Sachen feststellen. Wir machen mal in dem Moment beide raus. Weil das war ja jetzt, was wir alles geprüft haben. Eigentlich ist das ja alles 0815. Also gut, dieses Kalibrieren ist schon eine Nummer härter. Aber das ist halt der einzige Faktor, wo man das kontrollieren kann. So, die Fronthydraulik kriegen wir nicht, weil wir noch einschlagen müssen. Wir brauchen aber die Fronthydraulik gleich. Wir können hier nochmal reingehen. In diesen ganzen Laden. Und zwar können wir hier sehen, ne, haben wir wieder das gleiche Indiz wie beim letzten Mal. Guck mal, hier sind überall noch bunte Kabelbinder. Ne? Und anhand dieser Kabelbinder kann ich halt sehen, dass da dran was gemacht wurde. Und da war ein Steuergerät, ich weiß gar nicht, welches es war, das war nicht in Ordnung. Und das haben sie in dem Moment dann gemacht. Ne? Deswegen nochmal diese ganze Kabelbinder-Theorie, hier sieht man auch nochmal, ne? Kabelbinder. Also da wurde schon was dran gemacht. So. Genauso denn eben kann man eben hier einmal reingucken. Ja, was man viel sehen kann, Dreck, ist ja klar. Weil wir sind halt irgendwie beim Waschen immer irgendwie ein bisschen anders davor. Ne? Aber das ist nicht schlimm. Dreck ist in dem Moment nicht schlimm, wenn man sich so einen Trecker anguckt. Ne? So, weil das ist immer noch so eine gute Frage. Ja, was kann ich denn alles noch so kontrollieren? Ich mache mal einmal den Trecker an. Wir stellen mal einmal den Bolzen oder stecken mal einmal den Bolzen da rein. So, wir gucken jetzt hier, Außenbedienung funktioniert schon mal sehr gut. Jetzt ist es auch so ein Faktor, wenn man zu zweit ist, kann einer hier raufhalten
mit der Hand einfach raufhalten und der andere lenkt einmal hin und her. Ne, immer so hin und her, wie beim TÜV. Dann kannst du sehen, ob die Kugelköpfe soweit in Ordnung sind. Bei diesem Trecker hier auch noch, kennen wir ja von unserem 900er, das Grundproblem, Lenkzylinder. Lenkzylinder ist bei diesem Trecker aber schön dicht. So, und dann kommt, wenn ihr damit losfahrt, sucht ihr euch irgendwo eine Betonkante, hier Betongewicht oder fragt, ob ihr ein Frontgewicht kriegen könnt oder sowas. Du brauchst jetzt irgendwas, wo du die Fronthydraulik drauf ablegen kannst. Ich werde mal da zum Betongewicht fahren. Das ist jetzt mit dem Ton natürlich ein bisschen doof für euch. Aber wir kriegen das irgendwie hin. So. Und zwar wollen wir gerne die Vorderachse prüfen. So geht's aber. So geht's. So. Und zwar ist das der Moment, wo man dann eine Taschenlampe schon mal benötigt. Und mit dieser Taschenlampe leuchten wir das denn hier aus. Das ist jetzt eine Sache, die ist so richtig schwer euch zu zeigen. Ihr könnt jetzt hier mit der Fronthydraulik wenn sie dann auf DW steht, ich glaube, ich muss sie erstmal auf DW stellen. So, wir heben jetzt den Schlepper damit an. Jetzt haben wir hier das Rad lose, was man erstmal prüfen kann, wie ein TÜV-Prüfer normal auch. Kannst du das Rad nehmen und hier mal dran wackeln. Das merkt man auch, wenn hier, also unser Neuner hatte hier Spiel. Das kannst du merken, wenn hier drinnen die Lager kaputt sind, dann kriegst du es so ein bisschen bewegt. Und jetzt geht es eben darum, bei diesen Schleppern ist die Vorderachse immer so ein großes Thema. Und wenn du hier jetzt reingehst, ja, ich muss erstmal ein bisschen selber Licht machen. Zu sehen, das ist für euch sehr schwer zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich das zeigen soll. Magst du mal ausmachen? Das ist mit dem ganzen Lärm natürlich noch doppelt so schwer. Es ist so, dass diese Vorderachsen ja gerne mal so ein bisschen Spiel haben und ausschlagen. Am schönsten ist noch, wenn einer drunter liegt und sich das anguckt. Wir haben ja einmal hier vorne die Lagerstelle, einmal da hinten die Lagerstelle. Man kann es aber auch von vorne. Da hinten ist jetzt, das ist eben schwierig, ne? Eine Kamera ist nicht ein Mensch. Da hinten ist der andere Lagerbock und wenn wir dort... Wenn, da ist jetzt ein bisschen Dreck drauf, aber wenn du dort siehst, dass das da drin ein Spiel macht, deswegen habe ich die Lampe hier so hingehängt, aber das kann nicht für euch, das kriege ich nicht gezeigt. Wir haben auch in diesem Moment kein Spiel da. Aber wenn das da drin richtig kippelt, dann ist das immer so ein Indiz dafür, dass das nicht gut ist. Und es ist genauso, wenn du jetzt
fährst und bremst und dann siehst du, wie die Kotflügel so kippen, dann weißt du auch, dass deine Vorderachse kippt. Also das ist noch so ein Test. Immer aufbocken, mit Dewi anheben, senken. Und darüber kannst du sehen, ob da was passiert. Ne? Sucht euch irgendwo einen Stein oder was weiß ich, irgendwas, wo ihr das aufbocken könnt. Und dann bockt ihr das Ganze auf und dann ist das passig. In diesem Moment war es jetzt ein Gewicht. Vielleicht hat der Bauer da, wo ihr seid, oder der Händler einen Gewichtsklotz oder irgendwas, was ihr dazu Rate ziehen könnt. Und dann ist das passig. Ne? Das ist so der letzte finale Test und das letzte finale Gucken, was man so machen kann. Mehr ist es im Grunde genommen gar nicht, ne? Zumindest beim Schlepper von dieser Generation. Alles andere ist immer müßig. Sicherlich habe ich jetzt bestimmt auch ein, zwei Sachen vergessen, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, alles was dran ist, muss eigentlich funktionieren oder sollte funktionieren. Und man sollte sich einfach auch viel Zeit nehmen, um wirklich einmal außen zu gucken, ob hier irgendwo Rost ist an der Kabine oder wie das da drunter aussieht. Und nicht wuschi-wuschi, sondern man sollte sich schon wirklich die Zeit nehmen. Ja. Auch versuchen, dem Verkäufer zu fragen, anhand von Fangfragen vielleicht auch, wie Axel das so schön gesagt hat, mit diesen Farben sozusagen, dass man da dann sagt, ja okay, aber da wurde ja schon was gemacht, dass er dann vielleicht auch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudert. Es sind nicht alle Menschen schlecht. Nein, gar nicht. Also es gibt ja Leute, die was vertuschen wollen, aber es gibt auch Leute, die einfach ihren Trecker halt verkaufen möchten, genau, und auch ein gutes Gewissen dabei haben. Ist so. Und das ist immer so, wie das in den Wald hineinruft, so kommt das eben auch raus und so ist es halt auch. Ne? In diesem Gespräch entwickelt sich das dann auch und dann merkst du auch, wie der Mensch dir gegenüber ist und so. Also ist halt so. Aber grundsätzlich alles nachgucken und dann muss man sich immer abwägen. Ne? So ein Sitz zum Beispiel, wenn der scheiße aussieht und man weiß, der geht zugrunde, dann weiß man, da hast du irgendwo 2.000, 3.000 Euro, je nachdem, was du willst, sind dann weg. Ne? Und all solche Dinge kannst du dir halt angucken. Und wichtig ist halt, dass der nicht überall raussifft, wie groß. Weil raussiffen ist schon immer erstmal blöd, weil meistens ist es ja mit so einer Dichteinheit schwierig. Also alte Sachen abdichten ist ja immer so eine Sache. Ne? Und dann, wie zerdengelt ist das Ganze und was funktioniert alles? Ne? So, und dann noch eben mit dieser Justage, das ist natürlich noch mal ein bisschen sehr speziell. Da sollte man sich auch in der Regel nur rantrauen, wenn man da wirklich sich sicher ist oder ein bisschen Ahnung von hat. Und das war's dann eigentlich. Mehr kannst du auch nicht machen. Alles andere ist, weiß ich nicht, hoffen und bangen ist es ja nicht, aber alles andere ist halt, da steckst du nicht drin. Ne? Und der beste Verkäufer kann nichts dafür. Es gibt bestimmt, also man kennt immer den einen oder anderen, der schon das eine oder andere erlebt hat, ja, aber in der Regel ist es ja nicht immer alles schlecht, so, ne, was zu verkaufen ist. Und es hat halt schon gearbeitet und nicht jeder will irgendwas Verstecktes verkaufen oder irgendwie sowas. Ne? Aber wenn man merkt oder wenn man gleich merkt, dass das irgendwie nicht passt und dass das irgendwie komisch ist, ja, dann einfach Abstand von nehmen und fertig. Es gibt so viele Trecker und so viele Autos und so viele Sachen, die man kaufen kann, das muss nicht übers Knie gebrochen sein. Ne? Das ist immer das Wichtigste. Und deswegen, was wir eingangs sagten, wenn du noch jemanden Zweites dabei hast, der da nicht mit dieser rosa-roten Brille zugange ist, sondern der einfach für sich sagt, ja, ich gucke mir das mal mit an, und der dich vielleicht auf das eine oder andere hinweist, das ist nicht verkehrt. Ne? Und es kann ja auch ruhig was damit sein, das ist ja gar kein Problem. Am Ende des Tages müssen sich zwei irgendwo zusammenfinden und ist ja auch nicht mehr so, einen Handschlag machen und sagen, hier, so, wir haben das und das abgemacht, das und das ist mir, oder erstmal sagst du, was dir das wert ist und der andere sagt, was er haben will oder umgekehrt und dann trifft man sich da irgendwo in der Mitte oder man trifft sich nicht, je nachdem. Und dann am Ende des Tages musst du immer nach Hause fahren, dich abends nochmal hinsetzen, vielleicht nochmal deine Liste machen mit den Punkten, nochmal grob raussuchen, was das kosten würde und dann musst du für dich selber abwägen, ist das, was ich suche, oder ist es das nicht? Ne? Naja, und ist es preislich halt auch so, dass du sagst, damit kann ich leben oder auch nicht? Auch wenn du diese Teile noch kaufen oder und machen musst, genau. Weil das kommt ja noch on top. Genau, also, ne? Wenn so ein Trecker 100.000 Euro kostet und du hast aber noch 20.000 Euro auf der Liste, dann darf der halt nur 80 kosten. Wollen wir es mal so sagen. Oder man trifft sich halt irgendwo bei 90 oder 95 oder so. Ne? Aber das sind ja so die Argumente, die du dann halt noch hast, ne? Weil es bleibt nicht aus, dass bei Schleppern in dem Alter muss irgendwas gemacht werden. Das ist einfach so. Ne? Du findest keinen Schlepper, der in dem Alter perfekt ist. Also den findest du bestimmt auch, aber der ist dann jenseits von Gut und Böse im Preis. Und das ist dann immer wieder so ein Abwägen. Will ich jetzt den hohen Preis bezahlen, dafür ist das aber fertig, kann aber trotzdem was passieren. Oder ich will den niedrigeren Preis bezahlen, muss noch was reinstecken. Hab dann aber alles vielleicht mal gesehen irgendwie. Ne? Das
ist halt immer so eine Sache. Ne? Und man muss auch ein gutes Gefühl haben, wenn man bei irgendjemandem was kauft. Ja. Wenn man dem irgendwie, wenn man sagt, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Wir haben auch schon komische Menschen gehabt, die waren eigentlich ganz nett. Und dann fährt man nach Hause, erlebt dann andere komische Sachen und sagt sich, nee, also irgendwie war das, irgendwie ist das jetzt nicht das doof gelaufen. Genau. Und so, das sind alles so Sachen, die muss man für sich selber eben immer abwägen. Ne? Und ich glaube, mit dem haben wir Glück gehabt. Der Verkäufer war lieb und nett. Ja, das hat alles gepasst. Nicht eilig, wir hatten es nicht eilig. Und irgendwann war es dann so, wo wir gesagt haben, okay, es passt. Deshalb war es ein bisschen später. Hier, aber alles gut. Alles in Ordnung. Ne? Und ich glaube auch, wenn wir diesen Trecker jetzt sehen und wenn wir ihn einmal durch die Werkstatt geschoben haben, dann sieht er auch schon erstmal wieder ganz anders aus. So, und was er denn technisch daraus macht, ja, das werden wir dann halt sehen. Ne? Da stecken wir jetzt nicht drin. Aber generell eine gute, ehrliche Maschine. Und das ist ja das, was ich sage, wenn es ehrlich ist, so, ne? wenn nicht überall mit Farbe rüber geduscht wurde oder, da fängt das ja schon mit an. Ne? Dann ist das eben schon so ein Ehrlichkeitssymptom so irgendwie. Ne? Ja, das ist im Grunde genommen das gewesen, was wir bei diesem Trecker gesehen und erlebt haben. Und das ist das, was wir euch so wiedergeben können, so wie es ist und so wie es war. An diesem Trecker haben wir halt noch nichts gemacht. Doch, wir haben schon zwei Rundumleuchten draufgesteckt und einen Teppich drauf gemacht, weil wir das einfach gerne wollten. Weil das für uns, fürs Trägerbier war das ganz gut. So nach dem Motto, hätte aber nicht Not getan. Ne? Also das ist das Einzige, was wir gemacht haben. Sonst hätten wir jetzt schon Spiel angebaut, weil der ist auch kaputt auf der rechten Seite. Das fand ich ganz schrecklich. Ja, aber auch das hätte nichts genützt, weil da kommen noch andere Spiegelhalter ran und andere Spiegel. Und also an diesem Träger wird sich noch natürlich relativ viel verändern. Es spiegelt sich bei den anderen Schleppern, die wir haben, so wieder. Das wird so ähnlich aussehen an diesem Schlepper nachher. Ist ja klar, es sind alles irgendwo die gleichen. Aber generell, wenn der einmal da durchgelaufen ist, sieht das schon gleich ein bisschen anders aus. Ne? Wir gucken mal. Also, das zu dieser Front. Das ist so das, was ich so dazu sagen kann, wenn man sich so ein 7er, 8er, 9er Vario anguckt, so aus diesen Baujahren, da sieht das bei denen eigentlich immer relativ gleich aus. Ne? Da gibt es eigentlich nicht viel, was sich da unterscheidet. Habe ich einen Zylon, dann habe ich in der Mitte nochmal dieses Knickgelenk. Das kann ich auf die gleiche Art und Weise kontrollieren, wie wir das hier gerade gemacht haben mit der Fronthydraulik. Ne? Indem ich mit der Fronthydraulik bei dem allerdings nicht mit der Fronthydraulik oben drauf stellen, sondern beim Zylon musst du mit der Fronthydraulik heben. Du musst irgendwo unter. Such dir irgendwo von so einem Häckselwagen, haben wir auch gemacht, von der K80-Kugel. Und dann gehst du mit dem Fanghaken unter die K80-Kugel und dann hebst du an und dann knickt der Trecker so in der Mitte. So kann man das ganz gut kontrollieren. Und zu zweit ist es halt immer noch mal ein bisschen besser. Einer guckt unten und einer ist oben oder einer drückt den Knopf und der andere guckt. Macht das zusammen, das ist immer ein bisschen schöner. Ne? Aber das sind so die Punkte, die einem da so auffallen können. Je mehr geschrieben wurde, was so Wartung angeht, ne, wir haben auch schon Werkstattbücher, hätte ich mal gesagt, hier Betriebsanleitung, wo hinten jede Wartung reingetragen wurde, je mehr da gemacht wurde, je mehr man auch schriftlich hat, Rechnungen, was passiert wurde und, je besser ist das auch. Ja, ne? Ja, manche haben ja auch einen Ordner, das haben wir auch schon erlebt, haben einen Ordner oder von meinem Auto zum Beispiel auch, ja, der hat da auch Hefter, wo das alles drin aufgeführt ist. Alle Rechnungen drin und so, und das ist schon schön, wenn man so eine Legende eigentlich hat von diesem Fahrzeug oder was auch das immer. Das macht die ganze Sache nochmal wieder ehrlicher, ne? Ja. Also von daher, ja, ist das so ganz praktisch, ganz gut. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Beantworten wir gerne. Kein Problem. Vielleicht sehen wir solche Folgen, vielleicht klappt das und wir machen noch ein bisschen mehr davon. Vielleicht auch mal mit neueren Treckern. Hätten wir auch Lust zu. Die wir auch gar nicht kennen. Die wir gar nicht kennen. Ne? Diesen Trecker kennen wir ja nun schon, das haben wir alle schon gesehen. Aber wir wollten das ja trotzdem einmal gerne durchgespielt haben. Und das bot sich mit diesem Trecker halt einmal an. Ne? Ich hoffe, dieses ganze Gerede und Gezeige hilft dem einen oder anderen vielleicht mal ein bisschen weiter, seine Entscheidungen zu überdenken oder seine Entscheidungen mit ein bisschen mehr Background zu belegen. Und vielleicht hilft es auch, Leute vor einem Fehlkauf zu bewahren. Ja, ist einfach so. Also das ist schwierig, aber kann ja eben auch immer mal passieren. Es sind wirklich Basics, es ist jetzt nicht das große Geheimnis. Und wenn irgendwo, ja, weiß ich nicht, hier ist es jetzt alles nicht so gewesen, wenn irgendwo dran rumgeschweißt wurde und, dann ist halt immer die Frage, ne? Wenn da wieder ein originaler Ersatzteil eingebaut wurde, ist das alles nicht verwerflich, aber wenn da dran rumgefuscht wurde, ist halt immer blöd. Ne? Also von daher, immer wachsam sein, immer ein bisschen gucken und dann, ja, am besten jemanden mitnehmen, der einem so ein bisschen auf den Boden hält. Und dann sollte ein Treckerkauf eigentlich kein Problem sein. Ne? Richtig, richtig cool. Ihr Lieben, das soll es denn zu diesem kleinen Vlog gewesen sein. Mal so zwischendurch auf dem, weiß ich gar nicht, was für ein Tag wir das reinballern. Aber so Mittwoch oder so ein Samstag wird es sein. Ne?
Und dann habt ihr das, habt ihr das auch mal gesehen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein bisschen Liebe da. Kommentiert das Ganze, ob euch das gefallen hat. Wenn ja, wenn ihr meint, wir sollen das vielleicht mal bei neueren Schleppern weiterführen, könnt ihr das auch gerne schreiben. So. Hätten wir vielleicht auch Bock zu. Wie gesagt, wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt es gerne rein. Axel beantwortet das gerne. Ich habe bestimmt auch was vergessen, könnt ihr auch reinschreiben. Auch kein Problem, ne? Ist ja auch so ein Thema. Ne? Man weiß nicht alles. Also ich habe mir jetzt, da war neulich jemand, sagte, hier, wann schreibst du dir denn ein Skript? Nee, ich bin hier jetzt rumgelaufen, habe das alles so in der Birne gehabt und habe das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ne? Deswegen. Mehr können wir dazu eigentlich auch nicht sagen. So sieht sowas halt aus. So handhaben wir das, wie andere das machen. Es steht auf einem anderen Blatt Papier. Ne? Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!